Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris. Ihr seht, hier in meiner Bude ist ganz schön viel Chaos. Darum ist es heute gehen. Wir werden heute ein bisschen was hier aufräumen und bauen. Bleibt dran. Ich habe es in einem der vorigen Videos schon mal angedeutet. Ich werde heute noch eine neue Baustelle aufreißen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ganz viele Projekte zeitgleich hat, dann geht es in einem mindestens weiter. Und deswegen gibt es heute noch ein neues Projekt. Und zwar hier, ich habe ja schon mal gesagt, ich gehe so langsam unter hier, weil ich so viel Zeug rumfliegen habe. Die ganze Kabine hier nimmt immer noch ziemlich viel Platz weg. Hier liegt noch altes Zeug rum und ja. Ich habe schon einiges rausgeräumt hier und aufgeräumt. Ich habe Müllsäcke raus. So, man sieht es kaum, aber ich habe hier wirklich säckeweise Müll rausgetragen. So Restmaterial, Verpackungszeug und so. Ja, und da hier überall nicht mehr so richtig Platz ist, aber da oben schon noch, wie man sieht, ne, habe ich hier, sieht man's? Hier, da, so, ne, Material geholt. Deswegen werde ich mir hier den absoluten Aufräumen-Overkill geben und ja, ne, muss Platz machen und dann kommt hier, wie man es von anderen kennt, die so eine Garage wie ich hier betreiben, eine zweite Ebene rein. So, ich habe noch mal kurz im Baumarkt ein paar Schrauben geholt und die Platten für oben, für die Tage, USB-Platten. Da habe ich ja schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Auf jeden Fall, jetzt machen wir hier die Balken, die Querträger und auch mal wieder andere Querträger. Ihr seht's, los geht's. Wie warm das hier oben ist. Das ist richtig warm geworden heute. Aber ihr seht hier, mein Podest schon fast fertig. Ich habe jetzt nur eine Lage USB oben drauf gelegt, weil die jetzt Kreuzfugen sind. Sieht man das hier da irgendwo? So, sieht man das jetzt besser? Ihre Kreuzfugen. Diese Kreuzfugen, die sind ja nicht so richtig belastbar. Ne? Ich will ja wirklich auch Sachen drauf stellen können, die schwerer sind. Deswegen werde ich jetzt hier im Laufe der nächsten Tage noch mal so eine Schicht quer drauflegen, also einmal längs, einmal quer, mit Platten belegen und beplanken und dann erst werde ich hier oben richtig Sachen draufpacken können, glaube ich, weil ich traue diesen Kreuzfugen nicht so richtig, wenn dann Maschine erst draufsteht, nicht, dass das dann danach gibt, nur weil wir ja, die Fugenfehler wegbrechen, ne? Das wäre doof. Jetzt habe ich mich noch mal richtig schön selbst überlistet, ich habe Mist gebaut. Ich bin ja mit der Leiter hier hochgekommen, ne? Die ist jetzt da unten drunter, wo die Leitbank steht. Und da steht keine Leiter mehr. Okay, kleine Klettereinlage. Kleinen Moment, ich bin gleich unten. Super. Na super. Ugh.
Geschafft. Beide Regale stehen. Jetzt sieht man es hier, wie mir das Wasser aus den Haaren läuft. Ekelhaft. Ja, auf jeden Fall die leichten Sachen habe ich schon mal hoch. Das Coole ist ja bei den Regalen, man braucht hier außer einem Hammer und einem Messer zum Aufmachen eigentlich nichts, um die Dinger zusammenzubauen. Ne? Jetzt habe ich noch gedacht, ich könnte hier die Regale miteinander koppeln, dass die ein bisschen sicherer stehen. Und danach ist ja hier, dass da jetzt die Blechwand von der Garage im Rücken ist. Ich das immer nicht so richtig an die Wand festmachen kann, dass es nicht gibt. Jetzt will ich überlegen, ob ich hier Richtung Decke irgendwas mache, um das zu fixieren, damit es nicht in meine Richtung kappen kann. Oder ob ich hier noch ein weiteres, drittes Regal mache, die ich alle miteinander koppel, dass ich hier L-förmig eine stabile Konstruktion hinkriege, die ich vollpacken kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich muss jetzt hier erstmal runter und was trinken. Viel zu heiß hier oben. So Leute, es ist schon wieder etwas später geworden. Ich habe jetzt mal angefangen, das Regal schon ein bisschen voll zu machen mit ein paar Sachen, die unten im Weg stehen oder für zukünftige Projekte sind. Ansonsten, ich habe hier noch ein bisschen Reserve beim Platz. Hier steht eigentlich fast nichts rum, hier oben, außer die zwei Regale. Das ist noch Potenzial für mehr. Ach übrigens, noch was, die Leiter hier. Ja, das ist aber bislang nur meine Alu-Klappleiter. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich habe noch keine konkrete Idee, wie ich es wirklich im Detail umsetzen werde. Es gibt ja genug Leute, die auch solche Bühnen sich hier in die Garagen reingezimmert haben. Vielleicht lasse ich mich da ein bisschen inspirieren. Teleskopleiter, der Klappleiter oder irgendwas zum dranlehnen. Wird noch ein zukünftiges Projekt werden. Einfach abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ist sowieso immer die beste Idee. So, ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht. Nächstes Teilprojekt hier beim Optimieren der Werkstatt ist es, diese Werkbank hier jetzt ein bisschen sortierter hinzukriegen. Ich habe ja bislang hier dieses einfache Werkzeugbrett hier gehabt. Ganz einfach gelöst, hier haben wir ein paar Schrauben reingedreht, die Zangen hier eingehängt und ein bisschen mit Bleistift hier die Silhouetten drumherum gemalt. Aber hier ganz easy peasy. Das war wirklich eine hastige Aktion. Ich habe einfach eine Fichtenleiste hier, sondern so ein ganz einfaches Brett, Sägerau, Löcher reingebohrt. Da die Schraubendreher und hier ganz ordinär einfach festgeschraubt. Da steckt wirklich nicht viel Mühe und nicht viel Liebe drin. Und das möchte ich jetzt mal ändern, weil ich habe mir hier so eine Barriere hier hingebaut, damit nichts hinten runterfällt. Und jetzt möchte ich hier das ein bisschen schicker haben. Ein bisschen um Beleuchtung gekümmert. Ich habe mir vier solche Leisten geholt. In diesem riesen Karton ist dieser kleine Karton. In diesem kleinen Karton müssten LED-Leuchten drin sein, wunderbare Leuchten. Eigentlich für den Küchenbereich gedacht. Diese wunderbaren Leuchten hier, die übel ich mir jetzt hier unter die Decke und dann soll es hier mal schön hell werden. Los geht's! So,
ich habe jetzt aus den Materialien, die ich noch so da hatte und den neuen Lampen, die ich mir bestellt habe hier, diesen Unterbauleuchten, die Elektrik hier ein bisschen zusammengestrickt. Alles war noch so ein bisschen Restmaterial. Ich habe festgestellt, ein Schalter ist nicht so ganz in Ordnung, die Wippe ist ein bisschen kaputt. Das muss ich vielleicht dann doch nochmal tauschen. Ja, als Elektriker bin ich jetzt mit der Ausführung selber nicht so 100% glücklich. Das ging ja auch schöner, aber damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Aber wir testen das Ganze mal. Achtung, es wäre Licht. Und es ist Licht. Damit kann man arbeiten, denke ich. Ich denke hier, das ist hell genug. Man kann da genug erkennen. Ja, ruhig. Ich habe noch ein paar Balken frei hier, wo man was dran schrauben könnte. Also es könnte noch ein bisschen mehr Licht werden. Aber das beurteilen wir dann, wenn es soweit ist. Ja Leute, es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier, wo jetzt meine Bank hier steht und die Wand hier schön mit Holz nutzbar gemacht wurde, ob ich da nicht so wie jeder guter Schrauber, der was von sich hält, jeder guter Bastler, hier eine French Cleat Wand hinmacht. Los geht's. Ich habe mir jetzt für meine neue Werkzeugtafel, die ich mir hier bauen möchte, dieses French Cleat System vorbereitet. Ich habe dazu eine Buchenleimholzplatte verwendet. Die habe ich mir aufgesägt, entsprechend hier dem French Cleat Profil. Ich habe einfach 10 cm abgeschnitten, in der Mitte nochmal hier die Diagonale geschnitten und anschließend hier oben die Kante abgenommen, nochmal mit der Kreissäge. Ich habe es erst mit dem Hobel probiert. Das ist so mittelmäßig gut gewesen. Wirklich gut war es jetzt, wenn ich hier nochmal so 2-3 mm abgesägt habe. Ich habe auch hier, wie man vielleicht sieht, schon mal vorgebohrt und gesenkt, dass die Löcher hier in dem Hartholz auch wirklich verschwinden und dass hier eine bündige, glatte Fläche gibt. Wenn ihr sowas nachbaut, ich habe mich so ein bisschen informiert, ist zwar auch meine erste French Cleat Wall, die ich baue, aber was ich mir so angeschaut habe, die Infos, die ich bis jetzt im Netz gefunden habe, man nimmt hierfür kein USB, keine Sperrholzplatten, nichts was bröselt oder man nimmt Multiplexplatten. Alles andere ist nicht so optimal. Auch wenn ihr hier Vollholz nehmt, wie ich hier, also Echtholz, dann achtet darauf, dass es zum einen verklebt und oft genug verschraubt, denn auch Echtholz, Vollholz, verzieht sich eventuell, wenn ihr das hier so belastet. Was noch ein Punkt ist, warum man hier diese Phase wegsägen sollte, diese Kante. Wenn ihr jetzt das hier an die Wand klebt, hier hinter sammelt sich ja der Dreck, wenn ihr das hier an der Wand habt. Hier hinten ist aber der Dreck drin. Also deswegen hier die Kante weg, damit der Dreck hier hinten nicht die Nut blockiert. Und auch wenn ihr hier eure Halter baut, wenn ihr das verklebt hinten auf der Rückseite des Halters, dann kann es sein, dass hier ja der Leim rausquillt. Und wenn ihr hier so eine kleine Leimwurst rausquellen habt, die hart wird, dann blockiert euch das ebenfalls hier hinten oder hier auf der Kante dann eben das French Cleat System. Und es fängt an zu wackeln, zu kippeln und es hält nicht so stramm. Deswegen die Kante hier oben wegmachen. Und außerdem, wenn die Kante dran bleibt, ist so scharf. Ihr könnt euch dann locker dran schneiden, gerade hier bei Hartholz. Das ist so eine scharfe Kante, übel, richtig übel.
nicht schon wieder. Jetzt habe ich den Abstand vergessen. Naja, jetzt muss ich es halt so machen, im Videoschnitt. Also, meine Werkstatt ist noch nicht endgültig fertig, aber ich habe eine gute Grundlage gelegt, um weiter daran zu arbeiten. Man kann mit dem French Cleat System beliebig viel Arbeitszeit damit investieren, lustige Halter zu bauen. Möchte ich eigentlich vermeiden. Ich möchte eigentlich sehr sinnvollere Projekte angehen. Darauf dürft ihr euch in den nächsten Videos freuen. Ich habe demnächst mehr Fahrzeug- und Overland-Themen in Planung. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Fragen, Anregungen, Kritik einfach immer unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.